Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Yves Rocher Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Yves Rocher... Regulär kostet der Yves Rocher Adventskalender 44,90 Euro, ist aber aktuell im Pre-Sale für 39,90 Euro erhältlich. Und ich habe ihn jetzt in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, um ihn hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Yves Rocher Team, dass ihr meinen kleinen, aber feinen Wahnsinn hier ein bisschen unterstützt. Ich verlose in diesem Video, weil es eine Kooperation ist, ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und für ein bisschen Support, denn Support ist kein Mord, lass mir gerne ein Abo da oder einen Daumen oder sonst irgendwas, sage ich gerne zu Anfang. Denn ich sitze hier, draußen sind es 28 Grad und ich habe eine Weihnachtsmütze auf, man sieht, dass mir warm ist. Ich trage ein Weihnachtskleid, was wirklich langärmlich ist, aber ich habe es hochgekrempelt, mit einem beautiful, beautiful Print. Und hier sind es gefühlte 1000 Grad in diesem Raum, ich sage euch das. Ich habe die Jalousien unten, damit die Sonne nicht allzu sehr reinknallt. Wahnsinn! Okay, der Adventskalender von Yves Rocher ist einfach beautiful, muss ich gestehen. Ne? Von außen immer eine Wucht. Man kann ihn so aufklappen und hat dann wirklich diese wunderschönen Boxen, die einem glitzernd entgegenfallen, entgegenspringen, wie auch immer. Sie fallen einem nicht entgegen, aber es ist so hübsch. Und Erwin wird jetzt in der Zeit, wo ich ihn auspacke, gut auf den Adventskalender aufpassen. Mensch, so viel Sprachfehler. Erwin ist mein Stuhl übrigens. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir wollen nicht länger warten und mit der Nummer 1 starten. Mega praktisch, wie auch beim letzten Jahr. Die Türchen oder die Boxen lassen sich nach vorne hin öffnen, sodass man das Produkt rausbekommt. Ich hoffe, dass es bei jedem so ist, weil das finde ich total praktisch. Als erstes haben wir hier eine Soothing Foam Mask mit organischer Kamille. 30 ml sind hier drin enthalten. Und das wird wohl eine Gesichtsmaske sein. Also wenn ein Kalender mit einer Gesichtsmaske anfängt, dann hat er schon direkt bei mir einen guten Punkt. Einen Bonuspunkt. Die lässt du... Also einfach eine dünne Schicht auf dein Gesicht machen, zweimal die Woche und für 10 Minuten drauf lassen und dann kannst du es einfach runterwaschen und fertig ist die Laube. Finde ich super cool und wird ausprobiert. Boah, ich war ganz verwirrt, denn hier sind die Zahlen relativ merkwürdig drauf gedruckt, sodass die 2 nicht unbedingt nach einer 2 aussah. Da sind nämlich immer so, ja, die Zahlen sind halt auch mit diesem Glitzerkram und dann hast du halt, ne, dann ist hier an der Seite nur die 2. Ja, ja. Brille auf, besser wäre es, ne? Das hier hatten wir auch im letzten Jahr mit drin und das ist so eine Essigspülung. Die war geil, die habe ich angewendet. 50 ml sind hier drin enthalten und das ist einfach so eine... Ich habe auch in den Kommentaren unter meinem Video gelesen, dass das wirklich so eine reguläre Geschichte ist, was man auch, ne, was man so kennt. Ich kenne es nicht oder ich kannte das nicht, jetzt kenne ich es. Das macht wirklich schöne Haare. Das ist sehr, sehr merkwürdig, weil es auch ein bisschen nach Essig riecht, finde ich, das so in den Haaren drin habe. Aber es ist irgendwie, es macht was mit den Haaren. Es macht die irgendwie weicher, feiner, besser, geiler. Also nicht feiner, sondern geiler. Also mir hat es gefallen. Die Nummer 3 ist auch mit dabei. Okay, hier haben wir eine Körpercreme, Le Corps Hammam, eine Hammam Body Lotion. Und das ist auch wieder so eine kleine Größe mit 50 ml. Ich hoffe übrigens, dass wir dieses Jahr in diesem Adventskalender ein bisschen mehr dekorative Kosmetik mit drin haben werden. Ja, das ist definitiv auch ein Unisex-Produkt. Ich hatte damals, als ich ein junges Mädchen war, meinem Papa auch zu Weihnachten mal so ein Yves Rocher Hammam-Set geschenkt. Und ich glaube, dass das auch eine gute Sache für einen Männer-Adventskalender wäre. Cool. Die Nummer 4 haben wir hier. Das ist ein 2-in-1 Make-up-Removing Micellenwasser. Also quasi, um Make-up runterzunehmen. 50 ml sind hier drin enthalten. Ich persönlich verwende kein Micellenwasser. Oder wenn ich Micellenwasser verwende, wasche ich mir danach nochmal das Gesicht ab. Das steht auch auf manchen Micellenprodukten explizit mit drauf, dass man, nachdem man Micellenwasser auf das Gesicht gegeben hat, sich das auch nachher wirklich mit Wasser runternehmen sollte. Startet die Nummer 5 nun eine Make-up-Revolte? Leider nicht. Ich habe es letztes Jahr auch schon vermisst. Also Yves Rocher hat schönes Make-up, habe ich hier oben im Video auch schon verwendet. Ich wünsche mir mehr dekorative Kosmetik in dem Adventskalender, denn hier haben wir jetzt tatsächlich in der Nummer 5 ein Produkt für die Haare drin und zwar ohne Sulfate 50 ml, ein Milliliter vor allem, ne? Milliliter, ein Shampoo. Das ist hier drin enthalten.
Und wie wird es sich nun zu Nikolaus verhalten? Oh ja, dekorative Kosmetik ist am Start. Yay, 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 Leute. Ich sag euch das. Das ist ein, den habe ich aber, glaube ich, schon. Lippenstift. Und zwar in 56 Satin oder Satiné. Ja, ein schöner roter Lippenstift von Yves Rocher. Mensch, da kann man sich nicht beschweren. Aber ich glaube, die Nummer 7 wird uns einen weiteren Exkurs in die Make-up-Welt verwehren. Aber trotzdem ist es eine Weihnachts-LE hier wohl. Orange Fondant oder Orange Fondant. Ein Duschgel, auch mit 50 Millilitern. Und ja, ne, das ist halt auch passend dann zur Weihnachtszeit. Diese ganzen, ja, zitrischen und orangen Düfte. Nimmt uns die Nummer 8 mit in die Make-up-Lüfte? Das sind so schlechte Reime, aber hey, das ist das, was mir wirklich spontan einfällt, ja? Nee, ja, so ein Zwischending. Das ist ein Parfum und das finde ich cool. Das ist das Sel d'Azur, also quasi Salz des Meeres, ein Eau de Parfum mit 4 Millilitern. Ich finde es cool, dass wir hier keine Parfumprobe drin haben und ich hoffe, ich glaube auf Holz, dass in diesem Adventskalender auch keine diese Mini 1-2 Milliliter Proben enthalten sind, weil das hier ist so richtig mit Sprüher und so weiter und das finde ich richtig cool und ja, das bevorzuge ich einfach absolut. Die Nummer 9 ist riesig, fast schon resolut. Oha, aber in diesem großen Kläppchen war tatsächlich dieses Typchen drin. Das ist ein Produkt, was ich auch schon habe und auch schon... Nee, doch nicht, oder? Kommt mir bekannt vor. Doch, dieses Pure Alt, das war auch in manchen Beautyboxen drin enthalten. Die Ultra Fresh Cleansing Gel, hier sind 30 Milliliter drin. 98% steht hier vorne drauf, sind natürlichen Ursprungs. Das ist doch auch ganz nett, ne? Wie wird es nun mit der Nummer 10 weitergehen? Oh, Gommage Végétal Corp. Botanical Body Scrub. Das ist quasi zum Körperpeelen und Weichmachen mit Aprikosenkernpuder. Und das ist mit 100% Botanical Seeds, also 100% natürliche Saaten sind hier drin enthalten. Das finde ich schön. Und das ist eine relativ große Tube. 30 Milliliter sind enthalten. Was wird wohl die Nummer 11 in sich verwalten? Entschuldigung. Falls ihr bessere Reime habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich darüber. Oh, ja gut, wenn man die Boxen nicht rauszieht, dann sieht man auch nicht diese wunderschönen Sprüche, die da draufstehen, ne? Da stehen nämlich Sprüche drauf. Ach Mensch. The strength of the earth and the sea for fortified and healthy looking skin. Oh, guck mal, die Stärke von der Erde und des Meeres für gestärkte und gesund aussehende Haut. Ja. Ist ein kleines Produkt mit 7 Millilitern, Elixir Botanique Repairing Anti-Pollution Care, eine Tagescreme oder ist das eher ein Serum? Oh, ganz schön klein. Hoffentlich ist die Halbzeit besonders fein. Auch hier haben wir so ein Design von diesem ganzen Adventsgedönsen, was wir ja auch schon in diesem orangen Duschgel drin hatten. Auch das ist ein Duschgel, 50 Milliliter Myrrh. Gourmand. Oh, Gourmand mit Blackberry. Also das spricht für einen sehr, sehr reichhaltigen, intensiven Duft. Oh, den mag ich sehr gern leiden. Was wird wohl die Nummer 13 verkleiden? Oh ja, hier haben wir einen Nagellack mit drin, das finde ich schön und das ist auch ein schöner weihnachtlicher Ton, aber nicht ganz dieses knallige, klassische Rot, was wir ja auch bei dem Lippenstift hatten. Das hier ist Le Vernis Go Green Nail Polish mit 5 Millilitern, Gingembre Rouge, die Nummer 8. Oh, die finde ich echt wunderschön. Was steckt in der großen Nummer 14? Wir werden es gleich sehen. Ja, das ist halt natürlich, ne, so eine Sache mit so einem Adventskalender. Das ist quasi nur ein Drittel von der Größe der Box gewesen. Aber ist nicht schlimm. Solange die Produkte, die enthalten sind, gut sind, läuft das. Baume Botanique haben wir hier auch wieder. Das hatten wir eben ja schon mal irgendwo, glaube ich. Kommt mir so bekannt vor. Keine Ahnung. Botanical Balm Multipurpose Repair Care Leave-In Dry Damaged Hair. Ach, wir haben wieder was für die Haare enthalten. 30 Milliliter sind hier drin. Weiter geht's mit 15. Das macht Sinn. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch. Oder von der Reihe, ich weiß es nicht, aber eine sehr, sehr gut riechende Geschichte. Mit Argan und Rose ist das ein Hammam Bath and Shower Gel. Also du kannst es zum Baden verwenden, aber auch zum Duschen. Ja, das riecht auch wieder unisex. Wir sind schon bei 16, ich bin ganz perplex. Yay, es ist dekorative Kosmetik. Okay, ja, es ist ein Kohlkajal. Und ja, das ist so ein typisches Adventskalenderprodukt, genauso wie Lippenstift und Nagellack, ne?
Aber immerhin ist es dekorative Kosmetik. Na gut, in der Farbe Noir. Und hier sind drin 0,7 Gramm, glaube ich. Da ist ein Sticker drüber. Das heißt, es dürfte dann nicht unbedingt eine Full Size sein. Aber ja, ich glaube, da werden sich schon manche drüber freuen. Weiter geht's mit der 17. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Was genau ich nicht bereuen möchte, keine Ahnung. Mir fällt gerade einfach nichts anderes ein. Ja. Mure Gourmand, achso, das ist eine Reihe davon. Auch wieder mit diesem Gummi Blackberry. Das ist ein Lippenbalsam und das dürfte auch eine Originalgröße sein. Finde ich eigentlich ganz nice. Wir sind schon in der Weihnachtswoche. Es wird ganz heiß. Noch eine Maske. Ja gut, kann man gut gebrauchen. Ne? Das ist eine regenerierende Balm-Maske. Boom. Mit organischem Marigold. Oh je, Maiglöckchen? Oder so? Nein, was ist Marigold? Oh mein Gott, hier sind Blumen abgebildet. 30 ml haben wir hier drin. Auch die zweimal die Woche, 10 Minuten einwirken lassen und dann kannst du es abwaschen und gut ist. Und das wird dann wohl eher eine nährende Maske sein, während die erste eher so eine reinigende Geschichte war. Liebe Nummer 19, bitte mach den Adventskalender zum Star. Ja gut, auch wieder so eine kleine Geschichte. Also ich muss gestehen, dass wenn ich einen Adventskalender habe und da so Tübchen drin habe, die unter 10 Milliliter sind, finde ich das ein bisschen mau, bin ich ehrlich. Elixir, Botanique, Sleeping Care, Recovery, Sleeping Care, jo. Das ist für die Nacht. Okay, wir hatten eben eine Tagescreme drin, das ist jetzt eine Nachtcreme. Okay, ja, okay. Dann ist es wenigstens hier so ein bisschen einheitlich. Ist die Nummer 20 vielleicht ein bisschen mehr weihnachtlich? Wir haben auf jeden Fall einen Duft wieder drin enthalten. Das finde ich schön. Das zweite Parfum, das Plein Soleil. Yves Rocher hat ja auch einige Parfums auch in deren Sortiment. Und 4 ml haben wir hier auch wieder mit drin. Das finde ich schön. Das mag ich gerne. Zeigt mir die Nummer 21 nun die Sterne. Oh, das finde ich schön. Das ist eine schöne Verpackung. Da sind 30 ml drin. Und das ist Karité Extraordinaire. Eine reparierende Körperlotion. Und ja, das finde ich toll. Guck mal, das ist so ein richtig schönes weihnachtliches Design. Haut die 22 jetzt nochmal derbe rein? Definitiv. Auch das ist eine relativ große Größe. Repair, ein Haarbalsam für Damaged Hair. 2 in 1, Balm und Maske. 35 ml haben wir hier drin. Und was ist das genau? Geschädigtes Haar vor oder nach dem Shampoo einwirken lassen, ausspülen. Okay, ja gut, dann werde ich die mal ausprobieren. Schafft es die Nummer 23, uns ein bisschen zu verführen? Ja, natürlich musste ich da oben gerade was einblenden, was zu verführen passt, ne? Ist klar. Orange Fondant Melting Orange. Das ist wieder eine Handcreme. Okay, zwei Handcremes in einem Adventskalender sind noch vollkommen in Ordnung, wo hauptsächlich Pflege enthalten ist. Das ist okay, kann ich verkraften. 30 ml haben wir hier drin. Ja, definitiv ein schöner Weihnachtsduft. Und genau dieser liegt nun am 24. in der Luft. Es ist eine Mascara. Das finde ich klasse. Intense Metamorphose Mascara Volume, Longueur und Courbe. Keine Ahnung. Volumen, Länge und Curl. Ach so, guck mal. Und das ist richtig cool. Also ich liebe das Design, muss ich ehrlich sagen. Wir haben hier so ein mattes Moosgrün und dann so eine goldene Schrift drumherum. Das ist für mich richtig weihnachtlich und das mag ich gerne. Wir gucken uns hier das Bürstchen einmal an. Das ist so ein Kunsthaarbürstchen, was so erdnussförmig ausschaut und das mag ich gerne. Das wird ausprobiert. Ich habe damals, riecht nach Mandel tatsächlich, ich habe damals, passt natürlich auch zu Weihnachten, als ich halt so, ne, diese Posthofsendung hast du ja immer von Yves Rocher bekommen und da habe ich auch super häufig dort bestellt und habe auch immer die Yves Rocher Mascaren verwendet und die haben mir echt gut gefallen und damals hatte ich echt noch so kleine Krüppelwimpern, mittlerweile verwende ich ein krasses Wimpernserum, verlinke ich euch mal in der Infobox, aber halt so zu meiner jugendlichen Zeit, ne, als ich ein junges Mädchen war, da habe ich immer die Mascaren von Yves Rocher verwendet. Ich glaube, das war so eine pinke oder so. Weiß ich nicht. Und das gibt mir halt noch so ein bisschen diese Backflash-Vibes, ne? Also, zusammenfassend. Lässt sich nun zum Adventskalender sagen, wir haben, wie erwartet, sehr, sehr viel Pflege mit drin gehabt. Aber wir haben auch zwei Parfums drin enthalten gehabt. Wir hatten keine Proben, was ich geil finde. Wir hatten einen klassisch roten Lippenstift, einen nicht ganz so klassischen roten Nagellack, aber ich glaube, so ein ganz klassisches Rot hat jeder mittlerweile zu Hause, sodass es auch mal eine geile Abwechslung gibt. Wir haben Pflege von Kopf bis Fuß, abwechslungsreich, von den Düften her teilweise auch Unisex, sodass man mit dem Partner teilen kann zum Beispiel oder das an den Vater, Opa oder wen auch immer weitergeben könnte. Und schöne dekorative Kosmetik, klar, die Klassiker, Kohlkajal ist am Start.
Aber ich glaube, es gibt auch welche, die durchaus Kajal mögen. Ne? Da kann ja nicht jeder so ein Mensch sein wie ich. Nein, ich finde, dass der Adventskalender gut gefüllt ist. Und wenn man den jetzt als Early Bird für 39,90 holt, ist es natürlich der Knüller. Ne? Aber auch 44,90, also quasi 5 Euro teurer ist es dann ja, also der reguläre Preis, ist auch vollkommen in Ordnung. Mir hat es gut gefallen und ja, vielen Dank. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich euch auch noch getreten. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur hier hinrucken. Tut mir leid. Vielen, vielen Dank an das liebe Yves Rocher-Team, dass ihr mir den Adventskalender zur Verfügung gestellt habt. Ich hätte ihn mir aber auf jeden Fall selber geholt, aber so konnte ich ihn halt schneller euch zeigen. Und ja, denkt an die Verlosung und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!